Kleine Warnung, wir werden nur die Werkzeuge testen und die nicht für böse Sachen nutzen. Hi Leute, ja, neues Video, mal an eine andere Art. Ich habe Sortes dabei, weil den brauche ich heute, weil wir werden heute mit schönen Werkzeugen, ja, arbeiten und testen. Ich habe drei neue Sachen. Ich habe komplett mal ein bisschen meine Ausrüstung vergrößert und lasst euch überraschen und mal gucken, ob die diese ganzen Tests überleben. Ich habe extra noch was mitgenommen. Ah, stimmt. Aus meiner privaten Sammlung. Ja. Da werden wir mal testen, genau, wie gut die Sachen, die er sich besorgt hat, wie gut die abschneiden im Vergleich zu meinen. Bin mal gespannt. Ich auch. Ob die mithält oder ob deine mithält. Genau, ja, ich hoffe, dass die halten. Ja. Ja, bleibt gespannt. Bis gleich. Ja, wir haben hier jetzt unser Arbeitsplatz. Wir holen jetzt hier die Messer einfach mal hin. Das ist einmal das hier, dann. Ist auch alles Fulltank. Stimmt. Also durchgehend. So geht's nicht. So, zack, zack. Jetzt kommt die Machete. Schneide ich nicht. Ich habe noch nie eine Machete gehabt. Ja, so sieht's aus, ne? Ja, zu den Gegnern. Ich habe stimmt. Ich habe ein Glock-Feldmesser mit. Da ist die Säge genauso geil. Das ist der Feldmesser. Das ist das Feldmesser. Ah, okay. Dann habe ich noch das Linda Super Edge 2. Das habe ich jetzt da drüben. Und ich habe noch die Machete hier von Oakwood. Ja, da können wir anfangen, oder? Okay. So, Leute. Jetzt werden die Macheten getestet. Und zwar holen wir uns jetzt einen Stock und dann hauen wir mal ein bisschen. Wir können auch theoretisch hier. Der ist auch gut. Der ist perfekt. Der ist, der ist sehr trocken, das heißt, der ist sehr stabil. Mal gucken, ob die Klingen gebogen werden. Ja. Macht auf jeden Fall gute Stücke raus, die Machete. Ja. Ja, das ist doch ein guter Test. Jetzt bist du dran. Okay, nächster Test, mal gucken, wie die das macht. Sieht gut aus. Ja, ist nicht stumpf. Ja, geht genauso gut durch. Das hier ist meine. Ich will mal ein Gefühl haben, wie das ist. Ach so, ja klar. Du kannst ja gerne mal testen. Bei meiner brauchst du aber Handschuhe, glaube ich. Ja, der Griff ist kacke. Ja, weil der Griff, der ist ab. Aber was ich bei dir merke, glaube ich, bei dir, der hat mehr Wumms. Der ist bissiger, der geht so rein und der ist mehr so, der blockt. Okay. Das ist interessant, auf jeden Fall. Hier könnt ihr so mal sehen, die ist halt ein bisschen schwerer, würde ich sagen. Mhm. Wobei, mein Griff ist halt ab. Mein Griff ist ab, ja. So. Ja, interessant. Na, wie sieht's aus? Ja, ich muss jetzt hier durch den Dschungel. Ich komme halt hier nicht raus und ich teste jetzt mal die Machete. Wofür die auch gebaut wurde, denke ich. Weil in jedem Dschungelfilm kämpft man sich durch den Dschungel. Ich hoffe, dass man das von dort hinten sieht. Ja, mal gucken, wie lange das hier dauert, durchzukommen. Das erste Problem finde ich bei der Machete, die ist sehr klein. Das heißt, wenn du schlägst, so Gestrüppe, die treffen nicht. Ja, ist auf jeden Fall keine Buschmachete, ne? Ach so, ja, okay. Aber einfach nur ein langes Messer. Aber ich finde, die Schläge gehen flüssig durch. Das ist eigentlich sehr geil. Also geht was ab. Das geht ab. Aber, Leute, wir kommen, glaube ich, durch. Ja, dann probier die mal. Ah, stimmt. Möchtest du meinen Handschuh haben? Ach so, nö, danke. Mal, dann blute ich den voll. Ach ja. Ja, hier, das finde ich ein Problem. Hier guckt er einfach raus und so habe ich mich geschnitten, so zack. Deswegen, die Scheide ist jetzt nicht so praktisch, weil der guckt raus. Mhm. Nicht so geil. Okay, mal gucken. Oh ja, die ist auch schön. Oh, die ist. Oh, ich glaube, die ist besser. Ja, weil die länger ist wahrscheinlich. Ich glaube, die ist auch schärfer. Ich gehe jetzt hier durch. Schon geklappt hier? Ja. Perfekt. Ja, ich bin durch. Perfekt. Auf jeden Fall. Prüfung geschafft, beide Messer. Jetzt probieren wir mal den Ball aus. Und mal gucken, diese Löcher, die Leute, die sich gerade fragen, da kannst du Mutter das aufmachen. Oder ja, aber das, die wollten Gewicht sparen, haben sich gedacht, Mensch, da machen wir es sinnvoll. Genau, ja. Also das, ne? Beides wahrscheinlich. Okay, dann kannst du mal testen. Dann bin ich ja mal gespannt. Ich auch. Wenn du bereit bist, sag bereit. Ich schlag hier hin, ne? Okay.
okay, hat auf jeden Fall mehr Power wie die Machete. Ich finde, die Machete geht aber gefühlt, geht mehr, ja, okay. Okay, jetzt bin ich mal gespannt. Ich weiß nicht. Müssen wir mal 2 Tage mit unterwegs sein, ne? Aber ich finde die Macheten bis jetzt praktischer. Die Macheten finde ich auch praktischer gerade. Und vor allem, wir haben noch eine Funktion hier, das Sägen, und das macht der Michi jetzt, da freut er sich. Ja, ne? Mann. Was ich merke aber mit der Axt, jetzt mal nicht so schlecht die Axt reden, ich finde, wo ich gerade sehe, hier, die Axt geht viel tiefer rein, ne? Das heißt, die Tiefe geht gut rein. Bei der Machete ist sehr flach. Was man aber merkt bei der Machete, die macht mehr Stücke raus, die Axt kleinere, aber am Ende kommt die Axt tiefer als die Machete. Ja, aber der Anfang mit der Machete macht mehr Spaß als mit der Axt. Aber für die Tiefe ist die Axt gut. Ball. Das Beil. Jetzt kommen wir zum spannenden Teil. Das Sägen. Wird die Säge, also ich sage, nein, braucht man nicht. Ne? Ich bin mal gespannt, was du sagen wirst. Er ist ja auch, ich sag mal, er findet die Axt gut. Ich sag, brauchst du nicht. Ja, finde ich auch. Weil ich finde... Ich würde die Machete nehmen, ehrlich gesagt. Zum Holzhacken, für Feuer machen. Ich würde die wahrscheinlich niemals im Leben mitnehmen. Ja. Aber klar, wenn... Aber zum Spielen macht Spaß, glaube ich. Es ist Geschmackssache. Ne? Für mich ist es so, wenn ich viel Gewicht habe, dann nehme ich was Richtiges mit. Ja. Und nicht so ein halbes Ding. Also mit so einer Machete kann man genauso viel machen wie mit der Axt. Du kannst schleifen, du kannst Späne machen. Eine Machete ist am Ende in Notfallsituationen viel praktischer auf jeden Fall. Okay, viel Spaß jetzt beim Sägen. Genau. So, mal gucken. Ja, beißt auf jeden Fall richtig durch. Krass, okay. Okay. Was ich schon merke ist, vielleicht säge ich falsch, aber die Säge zu nutzen ist sehr schwierig, weil das Messer so zu halten ist sehr komisch irgendwie und sehr gefährlich, weil du rutschst weg und hast hier eine fette Klinge. Kann ich mal? Ja, probier du mal aus, weil irgendwie, ich weiß nicht, ich halte vielleicht blöd oder man kann es nicht besser halten. Also, ich glaube, ja, das ist halt ein Krampf, ne? Aber beiß richtig gut durch. Boah, das, also da hätte ich ja gar keinen Bock. Vor allem guck mal, wie dick das ist. Das ist ja die Dicke der Klinge. So viel musst du abtrennen. Ne? Je dünner, je einfacher ist es, je weniger Widerstand hast du. Genau. Ich hab's mir schon gedacht. Das macht halt keinen Spaß. Und eins möchte ich kurz wissen, schreibt mal gerne mal in den Kommentaren, wofür nutzt man wirklich so eine Säge? Weil ich glaube, die ist nicht dafür da, Holz zu sägen. Es ist wahrscheinlich Tiere auszunehmen oder sowas. Könnt ihr mal gerne mal schreiben, das will ich gerne wissen. Da kann ich dir sagen, das ist einfach nur für Soldaten, um den Gegner sozusagen so zu verschönigen, dass er richtig Spaß hat, ne? Dass das richtig aufwendig ist. Und ansonsten Optik. Aber so Funktion, ja, weiß ich nicht. Ich hätte lieber eine Machete wie meine mit einem geraden Rücken, dann kannst du nämlich das benutzen. Zum Schleifen auch oder zu schnitzen. Ja. So hier. Interessant, ja. Aber, ja, man kann andere Sachen damit machen. Ob man das dann braucht, ist eine andere Sache. Okay, es geht weiter. Ja, ich habe das Linda Super Edge 2. Ich habe den lilanen Dragon. Ja. Gleich können wir wechseln. Achso, jo, gerne. Das heißt, ich mache erst eine Spitze. Das ist die hier mit dem Messer. Ja. Okay, let's do it. Los geht's. Oh mein Gott. Alter, geht's ist gut das ab? Nein, Mann, das ist voll schlecht. War's schlecht? Alter, ja. Mein Mora-Messer, das Orange. Boah, der beißt sich durch. Mora ist auch krass mit dem Scandi-Schliff. Der kitzelt gefühlt nur das Stock. Okay, das Messer ist gar nicht gut. Okay, krass. Ich finde auch, der Griff ist mir zu groß. Ich kann da gar nicht richtig halten. Also ich bin fertig. Ja? Okay, Messer. Dieses Messer scheitert. Zeig mal her, ich will selber machen. Ach, du hast auch so ein... Okay. Ja, wieso? Meins ist kürzer. Eieiei, aber du hast ein gutes Messer. Ja, das ist... Linda. Die Firma gibt es leider nicht mehr, aber das Messer ist schon preiswertig. Das ist schon... So, wie teuer ist das Messer? 120?
Das Messer kostet jetzt, glaube ich, 35. Okay, dann mal gucken, wie der Unterschied ist. Ja, der beißt sofort durch. Oh. Ja, der ist auf jeden Fall besser. Shit. Ja, es ist anstrengend, ne? Der geht nicht in die Tiefe, ne? Ja, der ist sehr flach. Es dauert halt, ne? Und das ist sehr weiches Holz auch noch. Deswegen. Also, macht nicht so Spaß. Jetzt probiere ich mal das Glock-Feldmesser. Schönes Messer auf jeden Fall. Cool. Also das Glock-Feldmesser müsste eigentlich am schlechtesten sein. Eigentlich. Eigentlich. Okay. Weil, ja gut, ich habe es ein bisschen umgeschliffen, aber trotzdem, ne? Na, so sieht die Spitze aus kurz. Und das ist die Spitze mit dem anderen Messer. Gar nicht geschafft hier richtig. Gar nicht so viel geschafft mit dem anderen Messer. Hm. Ja, dann. Ja, schon viel besser die Spitze. Okay. Ich probiere einfach mal. Ich meine, es ist jetzt hier schon, aber ich merke es ja. Ja. Ah, braucht auch viel Kraft, das sieht man richtig. Dein ganzer Körper ist angespannt. Ja, aber obwohl. Ja. Aber beißt mehr durch. Ich meine, guck mal hier, ne? Ich meine, das zieht ordentlich ab. Hm. Also, ne? Na, sieht man, ja. Ist schon. Bin so ein bisschen überrascht. Geil. Ist schon echt gut. Ja. Hier vorne. Das ist wirklich cool. Glaub mal, schöner Zunder auf jeden Fall. Ja, teste mal das Feldmesser. Gucken, was du davon hältst. Das ist krass, ne? Schneidet echt gut ab. Der schneidet besser als das andere, ja? Ja, ich finde, das ist echt krass. Ich hab leider mein Feldmesser verloren. Das ist mein Lieblingsmesser, wirklich. Ich habe so viele Messer gehabt, aber am Ende ist immer der Feldmesser. Das war ja das Messer, was ich dir empfohlen habe, als du damals angefangen hast überhaupt mit genau, Busch. Genau, ja. Das ist mein erstes Messer gewesen und immer noch das geilste. Außer jetzt die Machete. Ich verlieb mich gerade mit der neuen Machete. Probier doch mit die Machete auch mal aus. Jo. Weil die Machete, ey, boah, ich habe noch nie eine gehabt und ich finde das so geil, so eine Machete zu haben, Leute. Das ist. Aber ich muss leider sagen, der schleift besser als das Messer. Echt? Ja, ein bisschen schon. Ja, irgendwie schon. Ja, auf jeden Fall. Lustig. Ja, die Machete ist auf jeden Fall toppt den Ball, toppt das Messer. Das heißt, am Ende brauchst du diesen ganzen Set nicht. Du brauchst nur die Machete. Das ist voll lustig. Schönes Ding. Bin richtig verliebt. Die Machete gefällt mir richtig. Geil. Hammer. Fazit! Ja, wir sind am Ende angekommen. Und jetzt gilt es darum, herauszufinden, was fanden wir von den paar Klotten hier am besten. Ja, und meine Idee ist, du suchst deine Sachen aus und ich suche meine Sachen aus, was ich mitnehmen würde von diesen Sachen hier. Genau, wir dürfen zwei Sachen aussuchen. Mhm. Gute Sache. Okay, let's go. Und ihr schreibt auch mal gerne in die Kommentare, was würdet ihr nehmen? Das würde mich sehr interessieren. Ja, die haben ja gesehen, wie gut die Sachen arbeiten. Ein paar kleine Tests. Eine Sache fürs Grobe. Ich muss meine nehmen, wobei mich jetzt stört, dass hier keine Griffschale ist. Ich kenne sie aber mit Griffschale. Mit Griffschale würde ich die nehmen, weiß nicht. Ich mag dieses Handling hier nicht, dass der kleine Finger muss hier. Ich zeige euch das mal. Der kleine Finger, der muss ja hier hin. Ne? Ihr seht's. Und das stört mich, weil ich habe feine Finger, so kleine Hände. Ich würde das am liebsten so anpacken, dass ich ganz hier oben bin und nicht hier. Deshalb, und weil ich die Säge nicht mag, würde ich meine Oakwood nehmen. So, jetzt bist du dran, aber ich pack's mal wieder hier hin. Okay. Was willst du für eine Grobe? Die drei gibt's ja. Was ich von den Groben mitnehmen würde. Die Axt ist auf jeden Fall, der Ball ist auf jeden Fall raus. Ja, das ist halt. Das können wir da liegen lassen. Können wir wirklich liegen lassen. Das ist. Oh, weil mit den beiden, ich finde es wirklich schwierig, ehrlich gesagt. Ich finde die Klinge hier von denen super stabil, sehr, sehr schön. Der Griff stört mich. Hier ist der Griff geil für mich, der passt richtig, finde ich. Für mich passt er. Wenn er passt, mag sein, dass es gut ist. Aber das Metall ist trotzdem gut. Aber das wirkt stabiler. Aber schwierig, ey. Was würde ich nehmen? Ich finde beide sehr gut. Ich sag mal so. Das, was du jetzt entscheiden musst. Wenn du beide ähnlich findest, brauchst du die Säge. Ach so, die Säge. Weil wenn du die Säge... Ich würde die mitnehmen, ja. Okay, dann... Zum Seil schneiden. Ja, dann würde ich sagen, nimm das. Ja. Ich glaube, ich würde das nehmen. Wenn er einen besseren Griff hätte, ich glaube, dann würde ich den nehmen auf jeden Fall. Ja, ich habe sie ja mit besserem Griff. Ich habe jetzt nur die mitgenommen, weil die mit dem Griff... Da ist die Klinge so im Eimer. Was ich schön finde bei der Machete, der beißt durch. Ich habe auch gerade noch mal Messerwurf gemacht. Der sitzt richtig schön im Baum rein, wenn man den wirft. Das heißt, man kann auch richtig schön werfen mit der Machete. Und ja,
Auf jeden Fall, okay. Ich würde das mitnehmen statt dem Ball. Okay. Okay. Was würdest du von den drei kleinen nehmen? Kommen wir zu den Messern. Ja, bei den Messern, denke ich mal, ist es eindeutig. Ja. Wobei man noch erwähnen muss, man hat hier beim Glock-Feldmesser, wenn du den Proppen da rausnimmst, das ist ein kleines Fach, da kannst du was reinpacken. Stimmt! Jo, stimmt! Ist ja eigentlich für ein Bajonett. Das ist ja, dass du es auf ein Gewehr raufschraubst. Aber, ach. Ja. Und ach, krass. Bei dem hier, ich weiß nicht, was das sein soll, ist auf jeden Fall irgendwie zum Zerkleinern von Nüssen oder... Mhm. Also jetzt, um eine Scheibe einzuschlagen, weiß ich nicht. Auf jeden Fall für Nüssen ist das cool. Ja. Das ist auch irgendwie Scheiben durchzuschlagen, aber das kannst du, glaube ich, mit jedem Messer ja. machen. Ja. Aber ne, kann man nochmal drüber sprechen. Ja. Aber ich nehme natürlich mein Linder, weil es ist das Schärfste und die Klinge ist am vielseitigsten, weil du halt eine bauchige Klinge hast. Du kannst halt ja all around damit arbeiten und so weiter. Aber du kannst halt super damit schneiden und gerade schneiden. Darum habe ich mir das ja auch geholt. Die Klinge sieht komisch aus. Nicht so geil jetzt hier, aber die hat halt die geilsten Funktionen. Also ich würde auf jeden Fall meinen Linder nehmen. Und du? Ich? Oh, auf jeden Fall der weg. Auf jeden Ey, Fall. Ey, sorry, ne? Aber nee, das Messer die Machete ist, fand ich auch gut. Das Messer kann ich wirklich niemandem empfehlen, weil es ist, du kannst da nicht mit schnitzen. Warum braucht man ein Messer? Genau, zum Schnitzen oder Zunder zu machen oder irgendwas zu schneiden. Es sieht cool aus. Aber... Da fällt der richtig leider voll raus. Ja, ja oh, das ist halt mein Lieblingsmesser, ne? Das ist halt schwierig. Weil mit dem Messer kann man richtig geil werfen. Ich habe früher, wo ich das erste Mal bekommen habe, ich habe so gerne immer Messerwerfen damit gemacht. Und wirklich, wenn du da schon geübt drin bist, jeder zweite geht rein. Voll schön. Es ist sehr stabil, fast unkaputtbar. Ja. Kannst damit Holz aufspalten. Du kannst wirklich grobe Sachen damit machen. Du kannst halt wirklich auf Holz so rein und dann wirklich so mit einem Holz raufhauen und das geht alles durch. Ne? Das Ding ist richtig geil. Ja, und das ist halt, ich sag mal, High-End-Stahl. Ich glaube 60 Rockwell, steht's drauf. Die Härte. Ja, 60 Rock ist sehr hart. Brauchst du halt schon ordentlich Schleifzeug, damit du es scharf kriegst. Bei dem hier, ja, mein Gott, gehst im Baumarkt. Da ist das Ding auf Gebrauchsschärfe, ne? Ja. Ja. Jedes davon hat seine eigenen Vorteile. Ne? Hier die Säge ist natürlich auch keine Säge. Das ist klar. Das sieht halt auch nur cool aus. Genau. Die Säge ist auf jeden Fall schlechter als die hier. Die Säge ist halt wirklich geil. Ich zeig euch das mal im Vergleich. Das ist fast keine Säge. Ne, deswegen, das ist halt dann viel cooler, da kannst du richtig Kerben reinmachen. Das habe ich wirklich schade gefunden bei den Feldmesser, dass ich nicht Kerbe machen es kann. Es ist nicht zum Sägen. Genau. Kannst du auch als Brecheisen nehmen. Ich muss sagen, das ist mein Lieblingsmesser. Ich würde das nehmen, auf jeden Fall. Ja, dann. Auf jeden Fall würde ich das nehmen. Dann haben wir uns ja jetzt entschieden von dem kleinen Set, was wir hier haben. Genau. Jeder hat sein eigenes. Aber lustig, du hast deine Sachen am Ende und ich habe meine. Ne, das ist deine auch. Ich habe mal eins. Ja, deswegen dachte ich gerade, das ist meins. Das hätte jetzt auch deins sein können, ne? Das Messer habe ich leider verloren. Voll schade, ey. Ja, also ich muss sagen, es hat mich jetzt nicht so begeistert. Die Machete finde ich nicht schlecht. Ja. Aber es ist halt die Säge und der Griff. Ich mag den Griff gar nicht. Der ist sehr hart, ne? Ja, wenn der Griff anders wäre und so weiter, würde ich sagen, ach, warum nicht? Kann man, das ist eigentlich egal, welche man von beiden nimmt. Hm? Aber die Säge, ey, ich glaube, da verletzt du dich eher mit, als dass sie was bringt. Ach so, Ich denke du hast eher, hier auf jeden Fall viel Platz, ne? Die stört, glaube ich, eher. Messer hat mich nicht überzeugt. Nee, gar nicht. Beil, wenn dann ein richtiges Beil. Ja, ja. Das Leute. War unser Review. Also das Set würde ich nicht empfehlen. Ich würde sagen, ey, wenn, dann kauft euch die Machete, die ist in Ordnung. Genau meine Meinung, ja. Kann man machen. Genau meine Aber das Meinung. Ganze Set, meine Meinung braucht man jetzt nicht. Nee. Ne? Leider nicht. Leider fallen die voll durch. Vielleicht kann jemand damit was anfangen, aber wir im Outdoor-Bereich können wir nichts mit anfangen. Ne? Und es ist immer schwierig für ein Outdoor was zu finden, weil das ist ja eine Säge zum... sage ich mal, ne, was anderes als Outdoor-Sachen zu machen, aber... Ich bestehe noch auf dem Test jetzt am Ende. Ich möchte, dass du hiermit den Ast sägst, den kleinen. Okay, können wir machen. Kriegt man kleine Sachen damit gesägt? Weil das haben wir jetzt nicht ausprobiert. Das stimmt, wir haben mit trockenes Holz angefangen. Das würde ich gerne noch wissen. Also wer bis hierhin geguckt hat, der sieht noch mal ein bisschen was. Bonusmaterial. Okay. Ich muss sagen, genauso scharf wie beim trockenen Holz. Das macht keinen Unterschied. Das heißt, die Säge hat ein Limit. So ein Limit, ja. Geht genauso tief wie... Also ist auch so ätzend, ne? Ja, man kann damit nur Kerben machen, auf jeden Fall. Warte. Was ich noch sagen wollte, ist eigentlich schon lustig, das sehe ich gerade. Ihr habt auf jeden Fall richtig geiles Zundermaterial.
Guck mal hier, richtig Staub. Lustig, man hatte richtig, ne, richtig Zundermaterial. Das ist eigentlich geil. Man muss nur sie rauspulen, deshalb, weil der sammelt das hier schön rein. Das kann man richtig gut anzünden für Feuer. Kann man nutzen, so die Klinge. Auf jeden Fall, ist auch eigentlich ein Feature. Da einfach wieder rein? Ja, da hat alles angefangen. Da hat es wieder alles angefangen. Okay. Ja, yeah. Das war's von diesem Video. Ja, hat richtig Spaß gemacht. Ja. Ja, Leute, ist es vorbei. Sortis, vielen Dank, dass du dabei warst. Jo, ich habe dich wirklich gebraucht, weil du hast, mal deine anderen Gedanken noch mal auf den ganzen Messers gebracht und danke, das hat mir danke, dass dir meine Meinung was wert ist. Ja, auf jeden Fall. Und eure Meinung ist auch sehr wichtig. Deswegen schreibt rein, abonniert. Ich brauche Unterstützung von euch. Und habt ihr Purple Dragon Messer? Stimmt. Schreibt es mal rein. Ja. Was habt ihr für Erfahrungen damit? Leute, das hat Spaß gemacht. Schön, dass ihr dran wart. Haut rein!